Hallo und grüßt zu einem neuen Let's Play von mir. Das ja, wird kein endlos Let's Play, sondern nur ein Gelegenheits-Let's Play. Und wir spielen, ja, Sid Meier's Railroads. Hab das jetzt schon eine ganze Zeit lang im Regal stehen, hab's nur immer ein bisschen ignoriert, muss ich zugeben. Hab damals, wo ich es gekauft habe, nur ein, zwei Missionen gespielt und bin irgendwie nicht so warm geworden mit dem Spiel. Mag aber auch daran liegen, dass ich ein, zwei andere Spiele damals gespielt habe, die mir einfach besser gefallen haben. Jetzt aber letztlich hat mich mal jemand angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal, ja, unter anderem Sid Meier's Railroads Let's Playen will. Und ich habe es wieder installiert und mal eine Runde gespielt. Und muss sagen, ja, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Für den Fall, dass man sich auf ein bisschen schwierig stellt, gefällt es mir sehr gut, weil sonst ist es fast zu leicht. Und ich habe jetzt vor, die ganze Mission mit euch zu spielen, eine nach der anderen. Und zwar einmal Solo, sprich ohne KI-Gegner, dafür halt auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe so. Und dann später, wenn ich noch Lust dazu habe, ja, das Ganze auch mit KI-Gegner. Ja, noch ein paar Worte zu Sid Meier's Railroads. Also wie man aus dem Intro schon erkennt, es ist, ja, schon eine Simulation, aber das Ganze ist ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen mehr Spiel. Also so wie Modelleisenbahn bauen fühlt sich das Ganze an. Von der Optik her nicht zuletzt ist es auch so, ist einfach, ja, nett und niedlich gemacht, sage ich mal. Allein schon von den Proportionen her ist es absolut, ja, nicht realistisch, sage ich mal. Darf aber auch so sein, gehört dazu. Und ja, hat eindeutig, ja, wie soll man sagen, Sid Meier Feeling, weil, ja, ich bin ein alter Sid Meier Fan, wie ihr vielleicht schon wisst, und man merkt einfach die ganzen Anleihen von zum Beispiel Railroad Tycoon, sage ich mal. Der ganze Aktienmarkt, die Gegner, dann so das ganze Warnsystem zum Teil erinnert doch sehr daran. Und trotzdem ist es irgendwie ein anderes Spiel. Ist jetzt schwer zu erklären, ohne es zu sehen, warum das so ist. Darum würde ich sagen, nachdem das Intro jetzt eh gleich vorbei ist, starten wir auch direkt rein. Und ja, ich zeige euch einfach mal, um was es geht in Sid Meier's Railroads. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal direkt rein und überspringen das Tutorial. Kann ich euch ja auch zeigen, wie das Spiel funktioniert. Hat ja sonst auch ihm ganz gut geklappt. So, ja, gibt verschiedenste Szenarien. Ich werde mal ein bisschen durchklicken. Deutschland von Insel zu Insel. Ja, und hier sieht man auch schon den Unterschied. Deutschland, hier zum Beispiel stehen eine Menge Aufgaben, die man bis zu einem bestimmten Jahr erledigen muss. Und hier jetzt von Insel zu Insel, das wäre eine klassische Multiplayer-Map, wo man gegen den Computer spielt und, ja, den Computer im Prinzip aus dem Geschäft drängen muss, respektive ihn aufkaufen. Und ja, gibt es eine ganze Menge von diesen Multiplayer-Maps, aber auch eine schöne Anzahl von Maps mit Aufgaben, und das sind die, die ich jetzt der Reihe nach alle spielen will. Und ich würde sagen, wenn Deutschland schon als erstes ausgewählt war, ja, nehmen wir das auch. Von 1835 bis 1980, ja, deckt eine schöne lange Zeitspanne ab. Und ich würde sagen, punkto Schwierigkeit, da bleibe ich mal beim Schwierigsten, das ist Raubritter. Was ist da anders? Ja, erstmal hat man viel weniger Startbudget, gerade mal 200.000 D-Mark. Und die ganzen Kosten zum Bauen sind viel höher, hier sieht man 140%, und auch die Einkünfte niedriger, 80% versus zum Beispiel Investor, da ist einfach alles auf 100%. Und was den Streckenschwierigkeitsgrad angeht, da bleibe ich mal beim Mittel, da fahren die Züge durcheinander durch, aber nur nach einer gewissen Wartezeit. Bei leicht fahren sie von Haus aus durcheinander durch und bei schwer gar nicht. Denke ich, mittel ein guter Kompromiss. Und dem Zufall überlasse ich mal hier nichts. Also die Städte sollen da sein, wo sie historisch auch hingehören. Und die Landschaft, ja, auch wie es die Karte vorgibt. Und die ganzen einzelnen Aufgaben, denke ich, die gehen wir dann im Spiel direkt durch. So, da bin ich mal gespannt, wo wir starten. So, mal schauen. In München, ja. Der Startpunkt ist nämlich immer Zufall. Gibt bessere und schlechtere Startplätze. Jetzt hier in München muss ich schauen, was in der Nähe ist. Wird schon halbwegs hinhauen. Sonst ist es einfach noch ein bisschen schwieriger. Passt auch, gefällt mir ja. So, was steht denn hier? Wir schreiben das Jahr 19... Ja, eh klar. Wir schreiben das Jahr 1835 und die legendäre Lokomotive Der Adler hat ihre Jungfernfahrt von Nürnberg nach Fürth absolviert. Allerorts schießen Eisenbahngesellschaften wie Pilze aus dem Boden. Ja, in diesem Fall nicht allerorts, sondern da sind wir ein bisschen alleine.
Und ich schaue mich hier jetzt mal um. Ja, ist jetzt zum Starten nicht super ideal, muss ich sagen, weil wenig in der Nähe ist. Aber wir werden es schon schaffen. Nehmen wir die Herausforderung an, würde ich sagen. So, ja, wie schon gesagt, das Spiel von der Grafik her recht nett gemacht, muss ich sagen. Alles, ja, wie gesagt, relativ niedlich. Und ich probiere jetzt nach und nach alles zu erklären. Fangen wir mal an damit, würde ich sagen, dass ich euch zeige, wie man Schienen verlegt. Das ist relativ einfach. Ja, Schienen verlegen, an ein bestehendes Ende anschließen, also weil irgendwo frei anfangen kann man nicht. Das ist wie bei ja, Railroad Tycoon, da muss man an das bestehende Netz anschließen. Und ich würde sagen, wir probieren mal, was wird uns denn der Spaß kosten, nach Prag zu bauen. 415.000, ja. Nicht gerade billig, weil die Brücke schlägt ganz nett zu Buche und ja, so viel Geld haben wir im Moment nicht. Jetzt entweder, wir haben ja nur 200.000, wir verkaufen ein paar Aktien. Oder wir suchen uns für den Moment was Billigeres aus, würde ich sagen, nehmen wir Variante 2. Und ich baue mal eine etwas günstigere Strecke. Hier nach, was soll das sein? Weiß oder soll das Wels sein? Ich glaube, es soll eher Wels sein, oder? Von der Lage her. Denke mal so. Mal schauen, ob wir da halbwegs günstig hinkommen. Ja, und auch hier muss man jetzt beachten, wo man baut, damit es nicht zu steil wird. So sachte bergab heißt hier. Keine Steigung, habe ich da gelesen. Ja, das klingt immer gut. Keine Steigung bis hierher. Und dann darüber wird es ein bisschen bergauf gehen. Ist aber auch okay. Ja, steil bergauf. Aber macht nichts. Das passt schon für den Start. Und da gibt es auch gleich einen Bahnhof in Wels. Okay, den können wir uns nicht leisten. Zu wenig Geld. Das heißt, ich muss doch ein paar Aktien verkaufen. Dann kann ich euch das auch gleich noch zeigen. Hier den Wettbewerbsbericht, die Konkurrenz. Ja, gibt es im Moment keine. Sind wir ganz allein. Und ja, wir haben Aktien auf dem Markt. In dem Fall 70%. Also alles, was da grau ist, das sind Aktien, die am Markt sind. Die könnten wir zurückkaufen, um unseren eigenen Firmenwert auch zu steigern. Für den Fall, dass die Aktien steigen. Oder wir verkaufen eben Aktien auf den Markt und können somit ein bisschen Geld machen. Jetzt, wenn die Aktien nicht viel wert sind, wie am Anfang, bringt das zwar nicht viel Geld, aber wir brauchen es einfach also mal raus damit, damit wir es hier in den Bahnhof leisten können. Und dann baue ich uns auch gleich den ersten Zug. Der fährt jetzt von München nach Wels. Also doch Weiß. Okay, pardon. Naja, gut, dann Weiß, wo auch immer Weiß liegt. Und da hänge ich jetzt mal an, zwei Passagierwagen und einen Postwagen und lasse den mal losfahren und zeige euch mal, warum ich das gemacht habe. So, wenn wir jetzt hier über München fahren, da sehen wir Angebot, Passagiere und Post und drunter die Nachfrage, Passagiere, Post, Essen, Bier, Waren, Holz, ja, alles Mögliche, weil es einfach eine große Stadt ist, die braucht relativ viel. Und hier jetzt Wels, da sehen wir, Angebot gibt es auch, Passagiere und Post, allerdings die Nachfrage ein bisschen geringer. So, Dresden beim Eisenbahn an, okay. Die Nachfrage ein bisschen geringer, weil die Stadt noch kleiner ist. Allerdings hier Nachfrage nach Stahl, weil offensichtlich gibt es in Wels etwas Spezielles. Ich klicke mal drauf, eine Automobilfabrik. Ja, die brauchen also Stahl und würden da Autos draus machen. Würde sich also lohnen, hier Stahl herzuliefern, ist nur die Frage, woher bekommen wir das Stahl? Und wenn ich jetzt hier Wels anklicke, sieht man hier jetzt auf der Minimap, beziehungsweise wenn man hier jetzt rumfährt, auch hier markiert, hier zum Beispiel in Wien gäbe es Stahl. Gut, jetzt Wien wiederum braucht allerdings, um das Stahl herzustellen, erstmal Kohle. Und Kohle gäbe es, schauen wir mal, hier in Bozen. Ja, ist die Frage, ob wir uns das antun wollen. Aber so Warenketten aufzubauen, wäre mal nicht schlecht, bringt relativ viel Geld. So, Geschwindigkeitsrekord haben wir auch aufgestellt. Kein Wunder, so wie es da bergab geht. So, und wie gesagt, der Startplatz hier nicht ideal. Da müssen wir uns eindeutig was einfallen lassen. Wie wir da ein bisschen Geld verdienen. So, mal schauen. Hier Saat- und Getreidevertrieb von Klagenfurt. Hier gibt es Korn. Wer braucht Korn? Bozen, ja. Aber keine unserer Städte, die schon angeschlossen ist. Von dem her würde ich sagen, schauen wir mal darüber, ob es da noch irgendwas gibt.
Schweinefleisch, ne, auch nicht so interessant. Frankfurt am Main wäre da oben, wäre eine große Stadt, die wir noch anschließen könnten. Ja, aber ich würde sagen, ich schaue, dass wir mal nach Prag kommen. Verkaufe ich noch ein paar Aktien. Nützt nichts. Und ach ja, um das gleich zu sagen, Doppelschiene. Also man kann auch an ein bestehendes Gleis eine zweite Schiene anbauen. Mache ich in dem Fall natürlich gleich. Und schau mal, was kostet uns der Spaß darüber. Ja, werden wir mal eingehen, denke ich. Ja, vielleicht ein bisschen die billigere Methode, wenn ich hier ein bisschen näher an den Rand fahre, wird die Brücke etwas kürzer. Sollte dann etwas günstiger kommen. Gibt es hier auch gleich einen Bahnhof und einen Zug, der von München nach Prag fährt. So. Den mache ich mal ein bisschen länger für den Moment. Und gut. So, dann sollten wir uns aber langsam mal die Aufgaben anschauen. Was hätten wir denn hier zu erfüllen bis 1870? Geh in die Geschichte Sachsens ein, indem du Leipzig, Dresden und Berlin verbindest. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil wir da irgendwo im Süden in München starten. Jetzt müssen wir da rauf in den Norden und Leipzig, Dresden und Berlin anschließen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Dresden, Leipzig, Berlin. Ja gut, so weit weg ist es jetzt von Prag auch nicht mehr. Sollten wir schaffen. Und was wären dann die nächsten Aufgaben? Mal schauen. Unterstütze das Wachstum von Dresden zu einem Knotenpunkt. Ja, 15 Wagenladungen, Passagiere und Post aus Berlin müssen wir da hinliefern. Und die dritte Aufgabe wäre noch, ja, ein Nettovermögen von 5 Millionen D-Mark zu erreichen. Sollte sich hoffentlich auch machen lassen. So, der ist jetzt relativ langsam unterwegs, weil da geht es offensichtlich ziemlich steil den Berg rauf. Hoffe, dass wir bald mal neue Lokomotiven bekommen. Dann sollte es ein bisschen besser gehen. So. Und ich würde sagen, jetzt wäre eh schon wieder Geld da, um da gleich nach Dresden rüber zu bauen. Mach ich mal. Okay, für den Bahnhof geht es sich nicht mehr aus. Dann die letzten Aktien auch noch raushauen. Und apropos Bahnhof, was ich nicht vergessen darf, ist die Bahnhöfe aufzuwerten. Jetzt hier in Prag zum Beispiel. So, liebes Spiel, bitte nicht ruckeln. Den Bahnhof mal aufwerten. Das ist im Moment noch ein Güterbahnhof. Den werde ich jetzt auf einen normalen Bahnhof upgraden. Was bringt das? Hier sieht man es, 50% Geschwindigkeit beim Beladen und Entladen und 25% mehr Einnahmen aus Passagiere und Post. Ja, lohnt sich. Kaufe ich. Sieht man auch schön, wie er hier gleich größer wird. Und passt. So, dann gleich den nächsten Zug, der nach Dresden fährt. Das darf jetzt wieder ein bisschen kürzer sein. Okay. So, München. So, den Fahrplan. Starke Explosion der lokalen Bibliothek. Pergamentpapier, Dealer 3, Papierpreis in die Höhe. Ja, also wenn wir jetzt im Prinzip momentan mit Papier handeln würden, wäre das natürlich gut für uns, tun wir aber nicht. Okay. So, Fahrplan ändern, wie gesagt, weil jetzt hier in München fahren jetzt zwei Züge schon hin, dann muss man nicht unbedingt mit dem langen ran. Sieht man auch hier das Angebot nicht mehr ganz so hoch. Und selbes gilt für Prag, da fahren wir auch mit zwei Zügen, da tut es auch der Kurze. So, ja, sorry, bleibt ab und zu ein bisschen hängen das Spiel, aber ist immer noch besser wie vorher. Da habe ich schon mal eine Probeaufnahme gemacht. Da ist es, ja, gern mal spontan abgestürzt, beziehungsweise so, ja, so geruckelt mit 3 Frames pro Sekunde. Das ist jetzt eh relativ gut und ich hoffe, das mit dem Sound und so haut halbwegs hin. Habe ich gern das Problem, dass dann der Sound nicht mehr sync ist, wenn es ab und zu so Aussetzer hat, aber wird schon passen. So, dann geht es gleich weiter nach Berlin, würde ich sagen, damit wir einer unserer Aufgaben nachkommen können. Und die war ja Passagiere und Post. So, mache ich mal so, dass es, ja, weil wir müssen ja 15 und 15 hinliefern, Passagiere und Post eben nach Dresden zu bringen und von Dresden zurück. Na, leer jetzt vielleicht nicht, aber darf es auch ein kurzer Zug sein. So, neuer Geschwindigkeitsrekord. Super. Gut, und Dresden ist jetzt hier gelb. Da gibt es eine Sonderaufgabe, heißt das in der Regel. Ja, liefere 4 Papier. Ist nur die Frage, woher mit dem? Eine Papierfabrik gibt es hier in Leipzig. Und Leipzig wiederum.
könnte Holz bekommen von wo?